Dies ist der erste Teil eines Berichtes über 8 Tage im Toyota Land Cruiser auf dem Dach der Welt auf dem Weg von der tibetischen Hauptstadt Lhasa nach Kodari, dem nepalesischen Grenzort. Die direkte Fahrtstrecke über den Friendship Highway führt über Gebirgspässe, die teilweise höher als Europas höchste Berge sind und beträgt etwas mehr als 800 Kilometer. Wir machten allerdings noch Abstecher zum Kloster Samye, ins Yalung-Tal und zum Mount Everest. Tag 1. Fahrt von Lhasa zum Kloster Samye. Tag 2. Fahrt von Samye über das Yalung-Tal nach Gonga. Tag 3. Fahrt von Gonga am Yamdrok Tso vorbei nach Gyantse. Tag 4. Bis zum Mittag Besichtigung von Gyantse. Nach einigen Tagen Anpassung an die Höhe in Lhasa, was für tibetische Verhältnisse mit 3650 Metern sehr niedrig liegt, startete die Tour quer durch Tibet. Der erste außerplanmäßige Stopp erfolgte hinter Dranang, unweit der Fähre nach Samye. Am Straßenrand sammelte sich die Lokalbevölkerung, alle in den feinsten traditionellen Gewändern, zu einer Prozession. Diese findet nur einmal im Jahr statt und dient dazu, die Fruchtbarkeit des Landes zu erbeten. An der Fähre blieb der Landcruiser am Ufer zurück und wir setzten mit einigen Mönchen über auf die andere Seite, was ca. 45 Minuten dauerte. Am nördlichen Ufer des Yalung Tsangpo, wie der Brahmaputra hier heißt, erwartete uns ein offener Truck, der uns in einer weiteren 45-minütigen Fahrt über Staub- und Sandpisten zum Kloster Samye brachte. Samye ist das älteste buddhistische Kloster Tibets und wurde um 775 unter der Herrschaft des tibetischen Königs Trizong Dezen errichtet. Der große tantrische Meister Padmasambhava führte die Einweihung des Tempels aus, wobei sich nach der Überlieferung verschiedene wundervolle Zeichen manifestierten. In Samye wurden daraufhin die ersten buddhistischen Mönche Tibets ordiniert. Es sind keine Gebäude aus dieser Zeit erhalten, aber die Neubauten sind im Original nachempfunden. So blieb der Mandala-gleiche Baucharakter bis heute erhalten. Nach dem Besuch des Klosters wanderten wir an den Feldern entlang zu den Dünen am Yalung Tsangpo. Auf einer Wiese standen Tausende von Edelweiß, ganze Büschel davon. Ein Weg war voll mit toten Maikäfern. Über den Bergen hingen Regenwolken, weiter westlich im Tal gewitterte es, aber über den Sanddünen schien die Sonne. Der Abendgesang der Vögel begleitete uns auf dem halbstündigen Marsch zurück zum Kloster. Einige Tibeter auf mit Glöckchen behängten Pferden kamen uns entgegen. Die tibetische Landschaft ist unheimlich fotogen und die Lichteffekte in der Höhenlage sind fantastisch. Nach Übernachtung im Gasthaus des Klosters und Rückfahrt über den Tsangpo ging es weiter zum Yalung-Tal. Eine unsäglich staubende Piste führte das Tal hinauf zum Djumbulagang, der exponiert auf einem Felsgrat thront. Der Djumbulagang ist das älteste Steingebäude Tibets und Keimzelle des Staates. Im fruchtbaren Yalung-Tal entstand das tibetische Staatswesen mit den legendären Yalung-Königen. Der Ursprung des Königreiches liegt im historischen Dunkel und wird von den Tibetern mystisch verklärt. Wahrscheinlich wurde der Palast im 7. Jahrhundert unter König Songtsengambo errichtet. Der Djumbulagang ist eine tibetische Klosterburg im Stil der frühen Jongs. Leider ist der 11 Meter hohe Turm nicht zugänglich. Aber die Toilette, eine der typischen, erhöhten, ummauerten, tibetischen Open-Air-Hock-Plumpsklos mit meist zweifelhaftem Odeur. Dafür ist es ein einzigartiges Erlebnis, beim morgendlichen Toilettengang einen Blick auf den Himalaya werfen zu können. Durch das Tsangpo-Tal ging es zurück nach Gonga, wo wir in einem chinesischen Hotel nahe des Flughafens übernachteten. Obwohl ziemlich neu, war der Laden ziemlich heruntergekommen. In keinem unserer Zimmer funktionierte die Dusche oder der Heißwasserboiler. Dafür lief der Wasserhahn durchgängig. Warm waschen war trotzdem möglich,
durch die Verwendung des bereitstehenden heißen Teewassers. Am dritten Tag bogen wir nicht weit hinter der Brücke nach Lhasa links ab. Die unbefestigte Straße stieg immer weiter an, fast bis auf die Höhe des Mont Blanc. Leider war das Wetter nicht besonders gut. Wolken verdeckten den Himmel. Insofern war der Ausblick von der Passhöhe des Kampala auf den Yamdruk Tso neben Namtso, Lama Lhatso und Manasarova, einer der vier heiligen Seen in Tibet, nur halb so schön, da das Türkisblau des Sees nicht richtig zur Geltung kam. Am See grasten Yaks. Ohne die Grunzochsen wäre das Überleben der Tibeter im Hochland wahrscheinlich unmöglich. Die Hochlandrinder liefern Wolle, Leder, Fleisch und Milch. Der leicht rosafarbene Yak-Käse schmeckt nicht nur gut, sondern verzögert aufgrund des hohen Anteils konjugierter Linolsäure, Diabetes und Arterienverkalkung, fördert die Mineralisierung der Knochen, senkt den Körperfettgehalt und wirkt sogar krebshemmend. Auf dem Weg vom Yamdruk Tso nach Gyantse muss der 5039 Meter hohe Karula im Transhimalaya überquert werden. Wie üblich sind auf der Passhöhe die kultischen Steinhaufen, die Obos und Gebetsfahnen, zu sehen. Nach dem lamaistischen Glauben bringt es für den Reiseweg Glück, einen Obo dreimal zu umrunden, und zwar im Uhrzeigersinn, und dabei an seine Wünsche zu denken. Dabei wird jedes Mal ein unten liegender Stein oder eine andere Opfergabe oben auf den Obo gelegt. Hinter den Gebetsfahnen erstreckt sich der vergletscherte 7206 Meter hohe Neujinkangsang. Nicht weit unterhalb des Passes wurden Filmszenen gedreht, eine willkommene Abwechslung, die die tibetische Landbevölkerung amüsierte. Innerhalb einer halben Stunde sagte einer der beiden Schauspieler zwei Sätze, ansonsten passierte nichts. Hinter dem Pass führt die Straße durch ein schönes Hochtal, wo, wie immer in Tibet, Hochlandgerste und Raps angebaut werden. Aber in der Höhe gedeiht auch nicht mehr so viel. Aus der Hochlandgerste wird Zampa, Mehl aus geröstetem Getreide, hergestellt. Neben Buttertee das tibetische Grundnahrungsmittel. Häufig wird beides gemischt, wie hier beim Picknick am Straßenrand. Hinter dem dritten, nur etwas über 4300 Meter hohen Pass, wurde die Straße unsagbar schlecht. Ständig musste unser tibetischer Fahrer im Schritttempo über das von den Bergen gespülte Geröll fahren. Für die relativ kurze Strecke bis Gyantse benötigten wir eine gefühlte Ewigkeit, sodass alle Besichtigungsvorhaben auf den Vormittag des vierten Tages verschoben wurden. Gyantse ist die drittgrößte Stadt Tibets und die am wenigsten sinnifizierte. Die Klosterfestung Gyantsejong wurde 1904 durch die britische Strafexpedition unter Colonel Young Husband zerstört und von den Chinesen wieder aufgebaut. Dies wird auch stolz auf einer Infotafel verkündet. Nicht dort zu lesen ist, dass seit der Besetzung Tibets von 1951 bis 1978 von 2700 bedeutenderen Klöstern alle bis auf 8 von den Chinesen zerstört wurden. Im Gyantsejong ist relativ wenig Interessantes zu sehen, aber die Aussicht über die Stadt und die umgebende Landschaft ist herrlich. Das Pelkor-Schöde-Kloster in Gyantse ist berühmt für den größten und für mich auch schönsten Schürten Tibets, den Kumbum. Dieser wurde 1440 in Auftrag gegeben. Der Kumbum hat 4 symmetrische Stockwerke mit 108 Kapellen und über 10.000 Wandbildern. Unter der goldenen Spitze schauen die Augen des Buddha in alle 4 Himmelsrichtungen. Es ist sogar möglich, bis zur Spitze hinaufzusteigen. Allerdings ist der Weg nicht immer einfach zu finden. Dafür war glücklicherweise das Fotografieren erlaubt. Zumindest hat sich niemand darum gekümmert, ob Aufnahmen gemacht wurden oder nicht. In den meisten Klöstern wurden horrende Gebühren für Foto- oder Filmaufnahmen verlangt. Die Göttin Tara
ist eine weibliche, friedvolle Manifestation erleuchteter Weisheit und gilt als die Essenz des Mitgefühls. Ganz oben im Kumbum wartete die tantrische Manifestation Shakyamunis mit dem Rad des Lebens. Auf uns wartete ganz profan der Fahrer, denn es ging weiter nach Westen. Davon wird in der Fortsetzung berichtet. Das war der Reisekanal, unterwegs von Tibet nach Nepal, Teil 1. Tashi Delek und bis zum nächsten Mal.